Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf dem südostmaradischen Fernsehen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Projekt und zwar die Insel 3 Hardcore Adventure. Es ist mal wieder soweit, ein neuer der Inselteil wurde von mir plus ein paar Helfern errichtet, beziehungsweise mir wurde geholfen dabei, ein bisschen bei der Umsetzung und das ist es nun. Ihr seht es schon unten links. Wir sind im neuesten Snapshot, Stand 1.5.2018. Und zwar spielt die Welt, oh, die Insel 3, das Hardcore Adventure, in dem neuesten Snapshot, beziehungsweise in der neuesten Version, in der neuesten Entwicklungsversion. Es kann immer weiter geupdatet werden in die nächste Snapshot-Version, beziehungsweise dann in die Vollversion. Es ist jedem selbst zu entscheiden, ob er dies tut. Die niedrigste Version ist wie gesagt die 18W16A. Darunter würde ich an eurer Stelle nicht gehen. Da können Fehler auftreten, da ja viel in den einzelnen Snapshots passiert sind und ich weiß nicht, wie das sich überträgt. Da kann es eventuell auch zu Rucklern kommen dann und zu Weltenfehlern etc. Deswegen ist die Version 18W16A als Entwicklerversion die jüngste und die folgenden, die dann noch rauskommen, sei es denn die 19W oder die 17A oder die Vollversion 1.13, die jetzt eigentlich im Mai noch erscheinen muss, weil ab Juni ist ja quasi Sommer, ab 21. Juni um genau zu sein, haben sie ja noch ein bisschen Zeit. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns erstmal die Installation an. Denn ihr findet in der Videobeschreibung einen Link. Und das ist ein Dropbox-Link. Und wenn ihr diesen Dropbox-Link hinter dem Download-Doppelpunkt anklickt, dann kommt ihr auf folgende Seite. Da. Folgende Seite. Und zwar habt ihr hier die Dropbox und da habt ihr hier oben zum Bleistift freigeben, herunterladen. So, ich glaube, freigeben steht bei euch nicht. Bei euch steht nur herunterladen, weil ich hier angemeldet bin. Ihr braucht aber nicht angemeldet sein und da steht trotzdem herunterladen. Also, ihr benötigt nicht die Dropbox zwingend, um hier was herunterladen zu können. Das bedeutet, ihr lasst die Finger von bitte lesen und die Insel 3 Hardcore Adventure weg. Das nützt euch quasi hier erstmal gar nichts und klickt auf herunterladen. Und wenn ihr dies getan habt, da öffnet sich folgendes Fenster. Tada! Und da steht, Sie möchten folgende Datei öffnen. DI3.RAR. Das ist ein WinRAR-Archiv, 22,9 Megabyte groß. Und wie soll Firefox, ist jetzt bei mir der Browser, bei euch kann Google Chrome stehen oder was anderes, diese mit dieser Datei verfahren. Und da steht Öffnen mit und Datei speichern. Und ihr wählt da Datei speichern aus und gegebenenfalls erstmal auf den Desktop. Wäre ganz wünschenswert für mir. Jo. Dann, wenn ihr auf den Desktop quasi das RAR-Archiv öffnet, dann öffnet sich folgendes Fenster. Das nämlich. Und da seht ihr ja die Insel 3 wieder und ihr seht darunter bitte lesen. Und bevor ihr da irgendwas mit dem Ordner anfangt, weil ich kenne euch, ihr wisst jetzt ganz genau, welche Version, ne? Und ihr wisst jetzt ganz genau, wo das hinkommt. Ja, Ordner, es ist ja ein ganz normaler Weltenordner. Da könnt ihr den öffnen und da habt ihr ganz viele Sachen, die in einer ganz normalen Minecraft-Welt auch in den Ordnern drin sind. Ist nichts Besonderes, denn ihr öffnet nicht die Insel 3-Ordner, sondern befolgt ganz genau die Aufgaben, die in Bitte lesen drin stehen. Das möchte ich nämlich jetzt nicht komplett erklären. Das habe ich ausführlich heute noch alles beschrieben. Und das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Genau, deswegen den Bitte lesen
Textdatei öffnen und da steht alles drin, was ihr braucht. Wenn ihr trotzdem noch Fragen an mich habt, dann, gerade ein Doppelmaus ist auch witzig, wenn ihr noch Fragen an mich habt, dann schreibt mir unter dieses Video, ich beantworte alles. Und wenn irgendwelche Komplikationen auftreten, dann schreibt das mir auch am besten. Da finde ich noch eine Lösung. Vielleicht kommt da auch noch mal ein Update raus dafür, aber ich hoffe nicht. Letztes Jahr ging das ja auch. Und jo, ich wünsche euch viel Spaß mit der Insel 3, dem Hardcore-Adventure. Und in nächster Zeit, wenn ihr gerne bei mir die Insel verfolgen wollt, dann klickt unten auf den Link Twitch Doppelpunkt. Da steht mein Videoarchiv auf Twitch und da werde ich regelmäßigen Abständen oder auch in unregelmäßigen Abständen da einzelne Folgen hochladen. Wenn ihr auch teilnehmen wollt an die Insel, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und da erstelle ich eine Playlist auf YouTube, hier auf meinem Kanal. Und da kommen alle ersten Folgen rein von euch. Und da können die, die zum Beispiel jetzt dran teilnehmen und sich gerne mal angucken wollen, wie andere gestartet haben, das gerne auch anschauen und sich eventuelle, keine Ahnung, Sachen raussuchen, wie sie es besser machen könnten oder auch nicht. Genau, das war's von mir. Das war's mit der Insel. Und zum Schluss tue ich nochmal Minecraft hier öffnen. Genau, zack. Und da zeige ich euch nochmal, wie das jetzt in-game ausschaut. Denn das ist ganz einfach. Ihr geht in den Einzelspieler, ihr könnt auch in den Mehrspieler gehen. Das wird aber in den Informationen beschrieben. Ihr könnt in den Einzelspieler gehen und da habe ich jetzt hier eine Kopie erstellt, weil ich was ausgetestet habe. Und die Version hier, das ist die Originalversion. Die besitzt ihr dann quasi auch, wenn ihr euer Minecraft startet. Wenn ihr alle Hinweise bzw. Aufgaben von dem Bitte lesen Textdokument erfüllt habt. Genau, das war's von mir, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in dem Hardcore Adventure und bis zum nächsten Mal. Euer Cedric. Tschüss!